Und weiter geht's. Das letzte Mal haben wir die beiden Schalter umgelegt. Und jetzt dürfen wir uns dem großen Teil hier in der Mitte zuwenden. Ach so, hab gedacht, die beiden müssen wir aktivieren. Dann müssen wir aber vorher nochmal hier ran. Wartungscheck Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. So, komm raus und bring das Ding in Gang. Warte mal, ich guck noch mal vorher kurz rein. Das Verteilungsleitungssystem müssen wir aktivieren. Können wir, glaube ich, das könnten wir selber machen. Gut. So, und jetzt? Da hinten? Oh. Was machen denn die Dinger? Die fahren jetzt hier rein und raus. Ich glaube, jetzt müssen wir da unten die Dinger, die beiden Schalter aktivieren. Wenn es geht, bevor uns das Alien aktiviert. So. Das war's, Aufzug und Online-Replay. Ich hab's. Ja. Sie sind unterwegs Richtung dem sogenannten KG-348. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie angekommen sind. Jo. Wenn es weit genug weg ist, kriegen wir nicht mal Schaden ab. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Nehmen Sie den Frachtaufzug zu Projekt KG-348. Ich glaube, da müssen wir da oben lang. Ich schau noch mal kurz hier unten. Hier ist nochmal ein Karten. Dingens. Oder müssen wir runter? Wir gehen erstmal da oben rein. Da könnte wie vielleicht wieder ein kleiner Speicherpunkt sein. Nö, warum auch? Inventar ist voll. Okay, dann gehen wir die Treppe runter. Hab öfter mal gelesen, dass ich das Spiel zum Ende hin strecken soll. Das ist ein... ein bisschen in die Länge zieht. Schauen wir mal. Weiß auch nicht, wie weit das Spiel jetzt hier noch geht oder wie lange. Aber es macht immer noch Laune. Und ich hoffe ja immer noch, dass wir nochmal so eine nette kleine... Mist, da geht's nicht weiter. So eine nette kleine Nebenhandlung erwischen. Wie beim... War das beim vorletzten oder beim vorvorletzten Part? Weiß nicht. Da sind wir auf so einem Planeten gelandet. Da waren wir mit Marlow unterwegs. Und konnten da mal im Raumanzug wieder umherlaufen. Wir haben da so ein riesen Raumschiff untersucht. Das war sehr geil. Wie komme ich denn jetzt weiter? Muss ich hier wieder irgendwo dran rumdrücken? Ja. Da. Puff. Was ist denn hier los?
Ist es der Aufzug? Ja. Und wieder was geschafft. Syntheten sind anfällig für physischen. Ja. Ich glaube schon. Ich habe einen Plan. Gehen Sie Richtung der Labore. Stand gerade, dass die Syntheten, wahrscheinlich die Androiden, Schaden, also physischen Schaden nehmen können, wenn sie gelähmt sind, was wir, denke ich mal, mit dem Elektroschocker hinkriegen. Vielleicht bekommen wir ja nochmal eine Situation, wo wir das mal probieren können. Hier ist direkt mal eine Luke. Hier auch. Wahrscheinlich kommen wir von der Luke zu der Luke. Und andersrum genauso. So, was müssen wir machen? Wir müssen uns Zugang zu den Forschungslaboren verschaffen. Ist alles so verwinkelt wieder mal. Stelle ich mich gerade ein bisschen blöd an. So, so, so und so. Jetzt haben wir's. Glaubt, den Aufzug hier müssen wir nicht nehmen. Es sind sogar zwei. Hier rechts ist auch gleich noch einer. Da. Oder ist das nur eine Tür? Ne. Das ist ein Aufzug. Okay. Boah, stockduster. Können wir vielleicht mal irgendwo Licht anschalten? Nochmal Taschenlampenbatterien. Die können wir immer gut gebrauchen. Ich glaube, das ist das häufigste Item, was wir bisher eingesetzt haben, neben dem Medikit. Da haben wir direkt mal eine Schlüsselkarte bekommen. Die wird wahrscheinlich äußerst wichtig sein. Das ist hier so ein kleiner Generator. Oh. Horch, wer lacht? Oh, hey, ich komme gleich zu dir. Ich schau mal kurz in den Computer rein. Clark ist tot, es ist mir egal. Gott, ich hasse es hier. Was ist denn los? Mit dem können wir gar nicht interagieren. Hier geht es jetzt auch erstmal nicht weiter. Ah, da öffnen sich endlich wieder mal die Fenster. Nee. Oh, was für ein schöner Blick. Und hier waren wir auch schon mal am Anfang. Ja, genau. Boah, wie hieß denn der, dem wir da am Anfang mal gefolgt sind, der uns direkt am Anfang der Knarre an den Kopf gehalten hat? Dem sind wir doch gefolgt, oder? Mist, hier ist natürlich zu. Ha! Wir haben ja unser super Gerät, den Plasmaschnader. Können wir direkt wieder was basteln. Der sitzt dort sicher irgendwo rum. Können wir denn noch mal irgendwas bauen? Damit wir auch mal wieder Zeug mitnehmen können.
Ich hätte ja gerne noch so ein paar Geräuschmacher. Ha, da können wir sogar noch einen bauen. Oder sogar noch zwei. Die helfen auch gut gegen das Alien. Das ist erstmal abgelenkt für ein paar Sekunden. Können wir noch einen mitnehmen? Nö, können wir nicht. Hm, vielleicht noch was anderes. Eine EMP-Mine. Molotow. Rohrbombe. Haben wir alles. Piss dich. Mist, hat es zweimal abbekommen, sollte es eigentlich gar nicht. Dachte, da greift uns an. Nachdem wir das erste Mal erwischt haben. Ah, Mist, hier ist zu. Da ganz vorne war noch eine Luke, die habe ich gesehen. Hier sind auch noch zwei Luken. Auch hier müssen wir erstmal den Strom. Wiederherstellen. Hau ab! Alter! Verarsch mich nicht! Jawohl, gib dem noch ein paar mit. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das Vieh? Hau ab! Oder ist es mittlerweile immun? Das war ziemlich knapp. Ach du Scheiße. Nee, komm, ich will das Ding nicht basteln, ich will das Ding benutzen. Müssen es doch irgendwie reingehen oder kommen wir nur durch die Luken da rein? Hier vielleicht die Tür zum Öffnen. Ja, komm, dann geh halt hier runter. Geht's überall hoch zu den anderen Luken, aber eins wird doch bestimmt auch mal. Ha! Genau! Komm, mach endlich deine Taschenlampe wieder an. Jetzt. Was? Ach komm. Dachte, mein Plan geht auf mit hier durch die Luke klettern und dann gleich da sein. Scheiße. Strom wiederherstellen. Ja, ist mir klar. Das Vieh kriecht hier immer noch über uns rum. Strom wiederherstellen. Oh Mist, hier geht's ja weiter. Hier geht's auch nicht rein. Hier hätten wir auch noch mal so ein paar Schächte.
gut, dann nutzen wir die hier oben mal. Kommen wir hier vielleicht weiter. So, rein mit dir. Vielleicht klappt hier mein Vorhaben, einfach hier bis zur Mitte durchkriechen und dann rein. Oder ist es auch wieder eine Sackgasse? Oh, hier oben ist ein Speicherpunkt. Das wäre super, wenn wir den irgendwie... Mann, fuck, wieso geht's denn hier auch nicht rein? Weißt du gerade nicht wirklich, wo wir lang müssen? Wo wir den Strom ankriegen? Da drin ja, aber wie wir da reinkommen? Da haben wir hier irgendwo nochmal so ein Neuverteilungssystem oder ähnliches? Ne, von hier sind wir gekommen, ja. Genau von hier sind wir gekommen. Ist das hier ein anderer Schacht? Ne, der führt glaube ich auch nur zu den anderen. Ja. Das ist der gleiche. Und da ist die Taschenlampe schon wieder alle. Macht nichts, wir klettern raus, da brauchen wir die erstmal kurz nicht. Wir müssen irgendwie da reinkommen. Ha. Nur leider sind die Türen alle verschlossen. Und das mit dem Schacht durchkriechen hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Irgendwo was hier? Nee. Das wäre jetzt echt ärgerlich, dass ich hier wieder kurz hänge. Evakuierung, ja. Wiederherstellen, ja, ja, schon klar. Also hier unten auf jeden Fall nicht. Wir müssen irgendwie da oben rein in das obere Abteil. Aber ich weiß es nicht. Ja, hier ist halt alles zu. Hier geht es auch noch mal rein. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Glaube aber, hier geht es auch nicht weiter. Ach komm, hier ist die Tür. Boah, hier ist die Tür offen. Scheiße. So, jetzt läuft die Bude wieder. Gleich nochmal ein Speichergerät. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sevastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstoffleck registriert. Was? Gefahrenstoffleck? Oh, das klingt aber nicht gut. Wo müssen wir hin? Vor in das andere Teil. Ja. Da tropft schon wieder irgendwas aus der Decke. Dann nehmen wir doch gleich hier unten die andere Tür. Die müsste jetzt offen sein. Hier links gleich. Ja. Rein mit dir. Komponente B. War ich wieder ein bisschen langsam. Gefahrenstoffleck bestätigt. Sicherheitsverfahren eingeleitet. Ich entkomme aus dem Labor. Achtung. Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Scheiße.
verpiss dich. Ich muss jetzt wieder da hinten raus. Ich dachte, das Vieh haut erstmal für einen Moment ab, wenn wir es erstmal mit dem Flammenwerfer bearbeitet haben. Schade. Geschafft! Ich sehe eine Spannungsspitze. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult ins Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Mastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Gefahrenstoffleck registriert. Müssen wir nochmal kurz nachschauen, was wir jetzt machen müssen. Was als nächstes kam, das wusste ich gerade schon nicht mehr. Genau hier drin das Teil anschmeißen und dann eigentlich abhauen. Ich dachte halt, wir müssen da hinten durch die Rettungskapsel, aber dem war nicht so. Das zeigt uns jedes Mal was Neues an. Jetzt wieder raus, oder? Alter, fuck, verpiss dich. Ich überlege gerade, ob ich nochmal speichern soll. Geht natürlich nicht. Mist, hier können wir auch nicht raus. Müssen durch den Eingang hier vorne. Ey, komm schon. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Mann, ey, wäre ich nicht zum Speichern reingegangen, sondern normal weiter hätten wir es wahrscheinlich. Verbinden Sie jetzt am Bedienpult im Zentrallabor die Laborsysteme wieder mit der Sebastopol. Wir verlassen uns auf Sie, Ripley. Ah ja. Gefahrenstoffleck registriert. Was? Abwurfvorgang wurde eingeleitet. Nein, nein! Bitte abschalten. Alter. Und die Jäger fliegt an! Was? Du Arschkrampe! Das gibt's doch nicht. Bereit für Schwerkraftreserven. Jetzt müssen wir zu der Notfallkapsel, wo ich eigentlich vorhin schon hin wollte. Hoho, aber geil gemacht. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallkapselankündigung. Wie viel Prozent? 15? 50? Mist! Oh, das Vieh lässt uns hier in Ruhe. Bitte
Schleuse ist jetzt offen, wir müssen jetzt hier raus. Ja, nicht rein. Schließ die Tür, schließ die Tür, schließ die Tür, schließ die Tür, schließ die Tür. Fuck yeah! Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. So ein paar Arschgeigen, ehrlich. Lassen die uns da einen Stich und hoffen vielleicht sogar, dass wir da noch richtig schön bei drauf gehen. Müssen wir den wieder ablegen? Ich würde gern weiter ohne, also mit dem Raumzug. Raumeinzug. Na, schade. Den müssen wir leider wieder abgeben. Jemand? Ripley? Sind Sie das? Ja, Wade. Ich? Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Hätte es aber jemand ganz, ganz böse, wäre ich aber auch. Ich hab's gewusst, dieser Wade ist ein Arschloch. Wie wir schon oft gelesen haben, da wären wir ja theoretisch jetzt auch sicher vor dem Alien. Ich glaube aber, das war's noch nicht. So einfach wird die Sache, denke ich mal, nicht gewesen sein. Wo müssen wir denn hin? Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Ah, Schlüsselkarte. Hier. Nö. Auch nicht. Hatte der eine Schlüsselkarte bei sich? Nee, oder? Oh, fuck. Die Pumpgun hätte ich fast total übersehen. Und doch, da hat eine. Yeah. Wieso wir die so spät finden? Naja. Vielleicht erweist sie sich ja nochmal als nützlich. Das Teil kann ich nicht benutzen. Hoho. Halt, halt. Das war verkehrt. Die Schlüsselkarte brauchen wir für da hinten. Hier liegt ja auch noch was. Nochmal. Zweimal Komponente B.
So, und hinter der Schlüsselkarte geht's direkt beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.